Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Bipart Gaming Video und zwar zu einem neuen Tutorial Video zur Grätsche bzw. zur Grätschentaste. Bevor ich darauf aber jetzt genau eingehe, nochmal etwas allgemein zu den Tutorials. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass dazu nicht mehr so viel gekommen ist. Einfach aus dem Grund, weil sich die FIFA 13 Saison jetzt dem Ende zuneigt und wir mitten in den Vorbereitungen für FIFA 14 stecken. Nämlich zum Beispiel mit der Homepage, mit der Gamescom, der Firmengründung und so weiter, dass wir da dann durchstarten können. Und dementsprechend sehen wir es nicht mehr als so sinnvoll an, jetzt noch viele Tutorials für FIFA 13 zu machen. Einfach auch, weil wir ja gar nicht mehr wissen, ob sich Sachen wie zum Beispiel der Abschluss oder das L2-R2 Dribbling ändern werden, solche speziellen Dinge und ob die Tutorials, die wir jetzt noch machen würden, dann überhaupt in FIFA 14 noch nützlich sein würden für euch und für die restliche Zeit, die jetzt FIFA 13 noch gespielt wird, ist es, denke ich, nicht mehr sinnvoll, jetzt noch viele spezielle Tutorial-Videos zu machen und dementsprechend belassen wir es bei Grundlagensachen, wie zum Beispiel heute der Grätsche und in FIFA 14 werden wir dann wieder richtig durchstarten, da überlegen wir uns auch schon die Inhalte momentan, da dürft ihr gespannt sein. Zur Grätsche jetzt wieder erstmal eine allgemeine Erläuterung der Funktion und Durchführung. Ihr seht ja im Hintergrund schon die Szenen und die Grätsche ist, wie auch die Tackling-Taste, eine Aktion, mit der man versucht, dem Gegner den Ball abzunehmen. Also es ist eine aktive Bewegung in der Defensive zum Ball, die die Balleroberung als Ziel hat. Und durchgeführt wird die Grätsche mit der X-Taste auf der Xbox und mit der Viereck-Taste auf der PlayStation 3. Und im Vergleich zum Tackling ist die Grätsche ein bisschen risikoreicher. Das bedeutet, einmal ist ein erhöhtes Risiko, dass die Grätsche misslingt, meiner Meinung nach, weil die Grätsche doch anspruchsvoller in der Ausführung, im Timing und so weiter ist, als das Tackling. Und weiterhin, wenn die Grätsche dann wirklich mal misslingt, dann hat der Spieler, mit dem man sie durchgeführt hat, eine höhere Ausfallzeit. Das bedeutet, er muss ja erst aufstehen, er liegt ja durch die Grätsche am Boden und dann kann er erst dem Spieler wieder hinterherlaufen, dem Gegner. Und beim Tackling, da macht man ja bloß einen Ausfallschritt und kann dann weiterlaufen. Und dementsprechend kann es dadurch sein, wenn man die Grätsche mal falsch macht und sie misslingt, dass der Gegner dann eine gefährliche Situation kreieren kann, weil eben der eigene Spieler so eine hohe Ausfallzeit hat. Und das führt zum nächsten Punkt. Zum Allgemeinen, wenn man eine Grätsche durchführen will, dann muss man Sicherheit haben. Und zwar zum einen entweder dadurch, dass die Faktoren für die Erfolgswahrscheinlichkeit der Grätsche gegeben sind, auf die ich dann nachher mit Beispielszenen genauer eingehen werde. Oder dass man in einem sicheren Bereich die Grätsche anwendet. Und das führt schon wieder zu den Anwendungsbereichen. Also einmal kann man die Grätsche in einem sicheren Bereich, wie zum Beispiel im Sturm oder im Mittelfeld anwenden, wenn man noch genügend Spieler hat, die so einen Ausfall von dem Spieler kompensieren können, wenn die Grätsche misslingt. Oder man kann die Grätsche eben auch anwenden in gefährlichen Situationen, wenn der Ausfall des Spielers wirklich wehtun würde, aber dann eben versuchen, dass die Faktoren alle übereinstimmen, dass man wirklich eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat und man so gefährliche Situationen doch noch entschärfen kann. Und teilweise funktioniert die Grätsche halt wirklich als Notlösung in ganz gefährlichen Situationen, wenn der Gegenspieler schon fast durch ist, gerade aufs Tor schießen will und man mit dem eigenen Verteidiger halt zu weit entfernt ist und dann noch irgendwie reingrätschen will, um den Schuss abzulenken. Und da kann sie dann eben auch Gold wert sein. Und dann kann man noch unterteilen in die Situation, wo man die Grätsche anwendet, also wie die Spieler zueinander stehen. Einmal kann man den Gegner von vorne versuchen zu grätschen und so den Ball abzunehmen. Man kann ihn so schräg von vorne versuchen, den Ball abzunehmen. Oder eben seitlich, also wenn man sich neben ihm befindet, zum Beispiel in einem Laufduell oder so. Oder wenn man einfach von seitlich kommt und da versucht mit der Grätsche den Ball abzunehmen. Und dann eben auch noch von hinten, allerdings steht da der Ballgewinn eher im Hintergrund, sondern man möchte einfach den Gegner meist daran hindern, dass er durchläuft oder dass er schießen kann oder was weiß ich. Da riskiert man dann allerdings auch die gelben und roten Karten oder die Elfmeter und so weiter. Das ist dann eben eher eine Notlösung. Als nächstes schauen wir uns jetzt zwei Beispielszenen genauer an, wo ich euch die Faktoren für die Erfolgswahrscheinlichkeit von Grätschen erläutern möchte, wann man also eine Grätsche gut anwenden kann und wann man sie eher lassen sollte. Als erstes Beispiel habe ich eine erfolgreiche Grätsche aus einer sicheren Situation im Mittelfeld ausgesucht, die ihr hier gerade gesehen habt. Und wir schauen uns im ersten Screen gleich mal den ersten wichtigen Faktor für die Erfolgswahrscheinlichkeit von Grätschen an, nämlich die Ausrichtung der beiden Spieler zueinander. Das ist nämlich genauso gleich,
wie beim Tackling. Wir sehen jetzt hier, dass ich mich seitlich zum Gegner befinde. Er hat also eine Laufrichtung nach unten. Ich komme hier von links und dementsprechend kann ich, wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt und FIFA spielt und so weiter, so wie ihr, der wird das natürlich gleich sehen. Dadurch kann man natürlich gut hier mit einem Tackling wirklich auf den Ball zugreifen und versuchen, dem Gegner so den Ball rauszuspielen, indem man von der Seite reingrätscht. Und das ist eben der erste wichtige Faktor, dass man schon mal eine gute Position zum Gegner hat. Ich habe hier, wie gesagt, die seitliche ausgesucht. Ansonsten gibt es noch die schräg von vorne und die, wenn man wirklich von vorne kommt direkt. Die beiden nächsten Faktoren sehen wir jetzt hier im zweiten Screen, nämlich die Ballkontrolle des Gegners und die Offenheit des Balles. Die sind ein bisschen miteinander verknüpft. Wir sehen hier sehr schön, der Gegner hat sich den Ball gerade vorgelegt. Er befindet sich im Vollsprint. Das bedeutet, seine Ballkontrolle ist nicht so hoch und der Ball liegt relativ offen, einfach weil der Gegner keinen Körper zwischen den Ball bringen kann und auch unsere Position zum Gegner eben sehr gut ist. Durch die seitliche Ausrichtung können wir ihm jetzt eben mit der Grätsche den Ball sehr gut rausspielen und er kann, weil er eben eine geringe Ballkontrolle hat, den Ball jetzt nicht irgendwie demnächst wegspielen oder so. Und dementsprechend sollten wir jetzt die Grätsche ansetzen, vom Timing her, nämlich wenn wir uns so circa 1 bis 2 Meter in der Realität umgerechnet vom Gegner entfernt befinden und wenn ihr das jetzt auf eurem Bildschirm übertragt, dann halt so ungefähr so lang wie der grüne Pfeil hier ist, dass ihr das ein bisschen einschätzen könnt und dann sollte das Tackling auch funktionieren. Als nächstes ist, wie schon angesprochen, die Absicherung des Spielerausfalls wichtig, wie gut das vonstatten gehen kann. Denn wenn ihr überlegt, ein Tackling durchzuführen, dann ist es eben auch immer wichtig zu schauen, lohnt es sich und habe ich die nötige Absicherung, falls das Tackling mal ins Leere geht. Und wenn wir uns jetzt hier die Situation anschauen, mit dem roten Kreuz habe ich mal den Spieler, mit dem wir jetzt das Tackling durchführen, rausgenommen. Sollte das also misslingen und der Gegner an ihm vorbeidribbeln können, dann sehen wir, dass wir immer noch die Viererkette gut stehen haben und noch einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler. Und am unteren Bildrand, da sind fast keine Angreifer vom Gegner und nur oben drei Stück. Und der Gegenspieler läuft ja gerade nach unten. Dementsprechend wäre die Gefahr, selbst wenn dieser eine Spieler jetzt mal kurz ausfällt nach der Grätsche, nicht so hoch. Und dementsprechend ist das ein weiterer Faktor, warum wir das Tackling hier anwenden können. Hat nichts direkt mit der Erfolgswahrscheinlichkeit zu tun, aber hat eben was damit zu tun, dass das Tackling nicht zum Gegentor oder zu einer gefährlichen Situation führen kann, selbst wenn es misslingt. Ein weiterer wichtiger Faktor, der wirklich sehr entscheidend sein kann, ist der Überraschungseffekt einer solchen Grätsche. Wie wir hier sehen können, befinden wir uns in diesem Moment noch relativ weit entfernt zum Gegner. Der Abstand ist also sehr groß und dementsprechend rechnet der Gegner einfach gar nicht damit, dass ihm jetzt im nächsten Moment der Ball abgenommen werden könnte. Aber durch diese größere Reichweite einer Grätsche können wir ihm eben doch den Ball abnehmen und dadurch, dass er nicht damit rechnet, unternimmt er auch nichts dagegen und weicht zum Beispiel nicht einer möglichen Grätsche aus. Gerade wenn man die Grätsche nicht zu oft einsetzt, dann kann man den Gegner eben oft damit überraschen, was auch sehr wichtig ist. Zuletzt spielen natürlich auch die Zweikampfwerte des Spielers, mit dem man die Grätsche durchführt, mit rein. Also wichtig sind da halt gute Zweikampfwerte, was Aggression und so weiter angeht und natürlich auch was die Grätsche angeht. Und je höher die sind, desto wahrscheinlicher ist natürlich auch der Erfolg der Grätsche. Als zweites Beispiel schauen wir uns eine misslungene Grätsche an, um die einzelnen Faktoren auch da nochmal durchzugehen. Und in diesem Beispiel misslingen uns gleich zwei Grätschen hintereinander, nämlich hier die erste und die zweite, die schauen wir uns jetzt noch genauer an. Also als erstes die Ausrichtung, der erste Faktor. Wie wir sehen, wir befinden uns neben dem Gegner und wollen deswegen jetzt auch als nächstes den Ball von der Seite wieder abnehmen. Allerdings sehen wir, dass wir uns nicht so gut befinden neben dem Gegner wie in der anderen Situation, weil wir nämlich ein Stück hinter dem Gegner herlaufen, wie man an den beiden Pfeilen erkennen kann, wo die losgehen jeweils. Das heißt, wir sind ein bisschen versetzt hinter dem Gegner und haben dementsprechend nicht so die gute Ausgangsposition, was unsere Position zum Gegner angeht. Und dementsprechend ist der erste Faktor schon mal nicht so gut erfüllt. Der Gegner befindet sich zwar im Vollsprint, seine Ballkontrolle ist dementsprechend wieder nicht so hoch, allerdings liegt der Ball auch nicht so offen, denn man kann ihn hier schon sehen, wir können den Ball auch nicht sehen, weil der Gegner halt diesen kleinen Vorsprung hat und mein Spieler, mein Verteidiger sich hinter dem Gegner befindet und dementsprechend liegt der Ball für unsere Grätsche eben nicht so offen und wir kommen schwieriger mit einer Grätsche an den Ball, um ihn zu erobern. Hinzu kommt, dass das Timing unserer Grätsche nicht optimal war. Wie wir jetzt hier sehen können,
konnte sich der Gegner nochmal kurz den Ball vorlegen in dem Moment, wo wir die Grätsche ansetzen. Und dann brauchte er bloß noch über unseren Verteidiger drüber springen. Also das Timing war hier ebenfalls nicht richtig, weil wir nicht da gegrätscht haben, wo der Gegner sich den Ball gerade vorgelegt hat. Da war also vom Timing her ebenfalls keine optimale Position vorhanden und dementsprechend misslingt die Grätsche auch. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie das jetzt hier aussieht, was der Gegner für eine gute Position hat als nächstes. Einfach weil uns zwei Grätschen hintereinander misslungen sind. Also er kann hier einmal aufs Tor ziehen, er könnte einen Pass nach links oben spielen oder den Spieler im Strafraum nochmal kurz anspielen. Also er hat sehr viele Möglichkeiten und wir bekommen die Situation halt glücklicherweise noch geklärt, nachdem uns da zwei Grätschen misslungen sind. Als nächstes hier noch zwei Beispiele für Situationen, in denen die Ausgangsposition für die Grätsche gar nicht so schlecht ist und wir auch an den Ball kommen, allerdings auch den Gegner gleichzeitig eben umgrätschen und durch dieses Risiko, was nun mal jede Grätsche bietet, dann eben einen Nachteil von Elfmetern oder roten Karten haben und wir dementsprechend halt zwar eine ganz gute Grätsche ansetzen, aber einfach durch das Restrisiko, was so eine Grätsche darstellt, dann doch am Ende den Nachteil haben, den großen. Und um da noch einmal einfach nochmal zu verdeutlichen, dass jede Grätsche trotzdem ein Risiko birgt, auch wenn man sie eigentlich ganz vernünftig ansetzt. Grätschen können aber auch schier aussichtslose Situationen noch entschärfen, wo man eigentlich schon das Gefühl hat, man hat ein sicheres Gegentor, wie zum Beispiel hier in der Szene. Ich laufe hier mit Ronaldo allein aufs Tor zu, er faked zwar den Torwart an, ich laufe aber weiter und dann kommt doch noch die Grätsche kurz bevor ich schießen kann, wo ich eigentlich schon gedacht habe, das ist ein sicheres Tor und der Gegner vielleicht auch, aber dazu sind Grätschen eben auch in der Lage, solche Situationen noch zu entschärfen. Das wäre es jetzt also soweit gewesen zum Grätschen-Tutorial. Ich wollte euch einfach mit den Beispielen am Ende, die ich nicht nochmal genau analysiert habe, einfach noch einen runderen Eindruck von den Grätschen verschaffen, wozu sie in der Lage sind, was aber auch eben negative Punkte sein können. Und dementsprechend, ihr habt sicherlich schon mitbekommen, seid wirklich vorsichtig mit den Grätschen. Verwendet sie wirklich nur, wenn ihr wirklich gut in der Übung drin seid und wenn ihr euch sicher seid, dass die Grätsche funktioniert oder wie gesagt, wenn ihr euch in einer wirklich sicheren Situation befindet, passt also noch mehr auf als beim Tackling, denn so eine Grätsche kann eben wirklich verheerende Folgen haben, wenn man eine rote Karte bekommt, wenn man einen Elfmeter bekommt und so weiter. Da kann man aus der besten Situation grätschen, es kann eben immer was passieren und dementsprechend verwendet sie vorsichtig. Ich verwende sie halt ab und zu, einfach auch um den Gegner zu überraschen, sie nicht zu oft einzusetzen, sodass er sich darauf einstellen kann und so weiter. Und ich denke, dann kann man sie auch wirklich gewinnbringend einsetzen, wenn man es eben nicht übertreibt und wenn man es nur in sinnvollen Situationen macht und in den Situationen, wo zum Beispiel keine andere Möglichkeit bleibt. Und wenn ich von keiner anderen Möglichkeit rede, dann meine ich auch wirklich keine andere Möglichkeit, denn oft kann man den Ball halt auch so noch retten oder durch Zerren und Ziehen irgendwie noch an den Ball kommen, in einem Laufduell zum Beispiel, wenn der Gegner schon fast alleine aufs Tor zu läuft. Da muss man nicht dann wirklich mit einer Grätsche die rote Karte riskieren. Das wäre es also soweit gewesen zum Grätschen-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal Kommentare da, wie ihr Grätschen vielleicht einsetzt oder wie ihr das Tutorial fandet und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Da hängt halt auch viel dahinter und man macht viele super Erfahrungen, die dann vielleicht auch später im Berufsleben oder wo auch immer weiterbringen. Einfach auch jetzt die Möglichkeit, so offen vor Leuten zu